Servus Leute und herzlich willkommen zum Multigramm-Video. Ja, lang ist her und irgendwie ist nichts passiert. Ja, ich habe noch ein bisschen Videomaterial. Das habe ich aber immer noch nicht geschnitten. Ich habe recht eine Lust dazu gehabt, das wollen wollte. Ja, da oder andere war es meine Kamera, die ist ja leider in Rauch aufgegangen. Ich habe ja GoPro Hero 7 gehabt, so wie jetzt die da wieder. Und wie wir gedroschen haben, habe ich ein Wasserkult mit IHC. Sicherheitshalber, die Kamera war rechts hinten auf dem Kotflügel, hat eigentlich gefilmt. Ja, und irgendwie denke ich so, na, da stinkt doch was. Ja, ich wusste, was stinkt. Die Kamera oder Magemann, die muss auch mal Puff machen. Ja, innerhalb abgebrannt. Ich habe Glück gehabt, die SD-Karten ist nichts passiert, die konnte ich noch auslesen. Akku war aufgequollen. Kamera innerhalb der Dolphe schmort und stunken. Ja, gut. Ich habe jetzt Langkana gehabt. Ich habe im Moment auch nicht die Lust, das Geld nicht dazu gehabt, Mana zu kaufen. Weil ich ein wenig andere Projekte habe. Also wer ist ein wenig verfolgt, ich habe da mal einen Bau. Da war da die Kramegarage neu gebaut. Das ist ja schon seit Jahren angekündigt. So fließt da mein Geld rein. Und ja, das Ding, das was du jetzt gerade gesehen habt, das ist auch so ein Baustelle für mir. Da Geld rein. Ja, Neuigkeiten gibt es. Vom MB-Trag ist das Getriebe fertig. Kommen wir dann auch wieder. Und gibt es dann auch irgendwann jetzt weiter. Ja. Und was wir jetzt gerade machen, das ist ein Mischdreier. Der Container ist jetzt leer gemacht von den letzten Tagen. Neue Kamera ist da. Und jetzt habe ich gedacht, naja, dann fünf halt da mal ein bisschen was. Und nachdem ich ja da so ein neues Fahrzeug habe, der eine oder andere, wie gesagt, hat es ja gesehen, das Ungetüm. Da habe ich mir gedacht, naja, das ist ja dann auch mal was. Hopp. Oh ja, habe ich genau richtig gesehen. Da habt ihr mal was zu sehen. Hopp. Jetzt werden wir aber wieder ein Allrad brauchen, weil gestern sind wir da schon gerutscht. Natürlich, dass ich jetzt mit meiner Riesenbaustelle nicht gleich eine Scheibe vom THC raushau. Aber wir werden sehen. Ne? Ja, das Ding, das was du da hinter mir siehst, das ist meine Baustelle. Ich habe das Ding geschenkt gekriegt. Ja, das hat sich so ergeben gehabt. Ich habe den Bagger, also haben wir zwei Stück zu verkaufen bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe ewig beobachtet gehabt im Internet. Und naja, immer so ein wenig, weiß ich nicht, kostet überhaupt was damit anfangen. Alte Seilbagge, keine Ahnung, kann man sowas gebrauchen. War ich mir nie sicher. Naja, und dann habe ich heuer irgendwie im April oder Mai habe ich dann doch einmal angerufen. Und habe einmal einfach nachgefragt und mich ein wenig unterhalten. Naja, okay. Mit dem Baggen und so, im festen Boden ist ein wenig schwierig und das geht vielleicht nicht ganz so, aber man kann das und das und das machen. Naja, habe ich gesagt, ich überlege mir es einmal. Dann wollte ich nachher mal mit meinem Vater anschauen, das hat sich aber nicht ergeben. Und dann Pfingsten dann habe ich einen Anruf gekriegt. Ja, also falls ich noch Interesse daran hätte, ich könnte den blauen Bagger auch geschenkt haben. Weil über Pfingsten, da waren auch ein paar Gunger und die haben gemeint, die müssen einmal gucken. Also deswegen sehe ich da schon, da fällt noch ein Scheim und drüben fällt noch ein Scheim. Die müssen mal gucken, was man mit Pflasterstahl und so einem Bagger machen kann. Also wer eventuell einmal in meiner Beiträge geguckt hat von YouTube, hat das Ding vielleicht schon mal gesehen. Wer mich auf WhatsApp verfolgt oder wer da dabei ist, der hat noch garantiert auch schon gesehen. Ich habe es damals in meine Gruppen drin auch rein. Naja, es war so ein wenig verhalten, das Ganze. Ich meine, gut, der hat schon schlimm ausgeschaut. Aber dafür hat er sich jetzt wieder richtig gut gemacht und schaut fast wieder aus wie ein Bagger. Soll man gar nicht machen. Ja, was ist das eigentlich für ein Ding? Das ist ein Fuchs 301, Baujahr dürfte 1959 sein. Ja, ihr seht schon, wir haben da Rostlöcher. Problem war, die Scheibe da unten, die war gar nicht mehr drin. Das heißt, da hat sie mir reingerenkt.
wenn es da den Ei renkt, dann ist da eine Aufdopplung vom Blech, da läuft es dazwischen und wenn da ein wenig träglig, dann fängt es das Quaggen und Modern an und naja, ihr seht ja, was passiert ist. Also da ist noch was zu machen, genauso da, ja, das ist auch so eine Blechaufdopplung quasi, wo es da aufliegt. Das muss aber noch gemacht werden, ja, das ist Optik. Die Kabine ist deswegen ja stabil, die ist ja drauf, seht ihr ja. Es ist nicht schön, klar, wir haben da Löcher, aber das ist erst einmal zweitrangig. Das erste, was ich gemacht habe, das war mal den Auslöcher da gericht. Der war abgebrochen, sieht man vielleicht noch da. Die Schweißnaht ist von mir, die ist nicht 100% sauber, wird schon sein, aber es hält, ihr seht ja, er steht ja da. Die Spindeln da wurde wieder Gangbohr gemacht. Die Seile neu gemacht, die Bremsen habe ich nicht gemacht, aber den Hauptbremszylinder habe ich gemacht, das Wendegetriebe nachgestellt, den Motor mal gewaschen, Dieselleitungen getauscht und die Zentralschmierung da umgebaut, lauter neuer Schmiernippel neu gemacht, das waren alles noch die für Stoßpresse, ich habe aber keine Stoßpresse, also lauter neue Schmiernippel, auch da überall und ich finde trotzdem immer mal noch an, den ich vergessen habe. Also es sind Dutzende Schmiernippel und die können halt alle einmal gemacht. Ja, ihr seht schon, das ist wildes Ding. Altes Baujahr, keine Verkleidungen dahinter. Du kannst direkt die Winden sehen, du kannst das Wendegetriebe sehen. Das ist neu eingestellt, der fährt wieder aus eigener Kraft. Das ist der Fahr- und Schwenkhebel und Auslöcherhebel. Und der hat eine Raststellung. So fährst du vorwärts und so fährst du rückwärts. So, die Stellung, die ist nicht mehr gegangen, dann musstest dich da an den Hebel nachhängen und hast gezogen wie ein Wildmaster und naja, weil es alles fest war und nicht mehr richtig eingestellt und naja, halt alles haben wir so noch und noch gemacht. Ist auch ja eine riesen Baustelle, aber ich denke, es hat sich schon gelohnt. Wir haben wieder ein paar Scheiben drin, da unten ist Makrolon oder Polycarbonat. Das ist eine Scheibe, die ist einfach schlagfest. Ich meine, kratzfest ist auch nicht, man sieht, das sind auch ein paar Schliere drin. Da gibt es ein spezielles Poliermittel, das werde ich vielleicht einmal verwenden, das war vom Einbau einfach. Da ist ein Polycarbonatscheiben drin und ich habe natürlich, die habe ich eingebaut, habe natürlich da auch geschafft, obwohl Kratzeller neu zu machen. Ja, ich habe vorher in meinem Leben noch nie so eine Scheibe reingezogen mit Gummi. Das war die erste und naja, es hat nicht ganz so gut geklappt, aber es ist eine Scheibe drin, ist zu. Die da fällt noch, guck. Und die da fällt noch, die liegen aber schon daheim, die habe ich vom Bekannten, an dieser Stelle, Dankeschön. Die müssen noch rein, sind wir aber noch nicht dazugekommen. Da oben ist wieder eine Scheibe drin, auf meiner Aufstellscheibe, schön, ne? Ja, die Elektrik ist neu gemacht, neuer Kabel verlegt, Kabelstrang gebaut, Blinker geht wieder, neuer Blinkergläser, Huben funktioniert, an Fernlichtschalter habe ich nachgerüstet, ja, das ist eigentlich ein Fußschalter. Aber was soll's, das ist jetzt dann halt ein Fingerschalter. Rücklichter haben wir gemacht. Er hat eine neue Beschriftung hinten gekriegt. Das war noch drauf, das ist neu. Ist kein Alu. Wenn ich jetzt sage, was das ist, dann war ich vielleicht wieder gesteinigt, weil es nicht original ist. Das sind Edelstahlhausnummern. Im Internet bestellt. Kann man machen. Funktioniert halt, ne? Ja, untergekalt habe ich noch, falls es jemand gesehen hat. Nicht weil die Bremse nicht geht, die Bremse geht, aber es steht in der Anleitung drin, man soll nach unterkahlen. Und momentan geht meine Handbremse nicht. Da ist am Gestänge inner, was, ja, das funktioniert halt nicht. Das ist der Handbremshebel und der hat momentan keine Funktion. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da unten an der Welle in der Mitte, da ist ein Loch, eine Bohrung und ein Schiebestück. Und normalerweise gehört das drum, was ich bewege, mit dem verbunden, dann geht die Handbremse. So, geht halt nicht. Ist so. Muss ich ja auch noch machen, dass die Handbremse wieder geht. Die wirkt auf die Hinterräde. Momentan ist die Fußbremse drin, die geht auf alle vier Räder. Das sind hydraulische Trommelbremsen. Naja, es war wann. Jetzt legen wir los, dass wir fertig waren. Genug zu da.
Stahlohrung genommen. Ja, falls jetzt irgendeine kommt und so. Also das ist doch nicht wirtschaftlich und das dauert doch alles so lang. Ernsthaft, da, ich merke nicht, wo das Ding ist mir zu lang. Aua. Ich hab den tatsächlich noch so nicht lange im Einsatz. Ich hab den ja erst seit kurzem und seit kurzem ist er ja überhaupt erst einmal wieder als Bagger genutzt worden. Mir fehlt im Moment einfach schlicht die Erfahrung noch damit. Das kommt alles noch. Also, wenn das dann irgendeiner sagt, Mensch, also, dass du noch aufgeladen hast, da ja fünfmal mit dem Rad lade und ist doch viel einfacher. Ja, schnarr. Das kann schon sein, dass mit dem Radlader einfacher ist. Aber dennoch muss man gründlich sauber machen. Der größere Nachteil am Radlader ist, der schaut ja noch aus wie Sau. Nicht schön. Ja, warum ist überhaupt da hinten ein Haufen? Ganz einfach. Der Haufen da hinten, das ist das Ausgelagerte. Das sind alter Silobein, das ist alles groß. Das ist Grasschnitt aus dem Garten, das ist eigentlich mehr oder weniger Kompost. Jetzt setzt sich natürlich auch schön. Das ist das, was draußen ist. Wenn wir da haben, weil richtig ein festes Platten, da kommt der ganze Mist rein. Aber wir müssen so ein wenig ein Teil, das muss da halt nicht in den Container rein, schubst mal aus und dann sind wir zu voll. Der hat jetzt von Oktober bis September dieses Jahres gelangt, also Oktober letzten Jahres bis September dieses Jahres. War eigentlich ganz gut von den Mengen und so. Würde ich sagen. Wenn ich jetzt da nicht an Ecke und wenn ich kaputt auf Silofall noch reste und schmeiß da nicht an jedes Mal, keine Ahnung, ein Fünftel vom Ballen da rein, dann ist ja der große 25 Kubikcontainer zu voll. Das ist ja blödsinnig. Warum soll ich den Kunden jetzt voll stopfen? Wenn das Zeug doch einfach draußen lagert. Da ist ja jetzt nichts drin, was irgendwie schlecht wäre. Außerdem ist ein Planer drüber. Das darf man auch festhalten. Und der Haufen liegt keiner 6 Monate an einer Stelle, der ist vorher versetzt. Das darf man auch festhalten. Na ja, alles noch gleich. Wie gesagt, ein richtiger festes Platz haben wir ja. Die habe ich ja gestern gelehrt. Das ist alles auf Bezweifel ausgewandert. Nein, korrekterweise nicht, aber alles durch dumm gelandet, weil die letzte Abfuhr und so lange für den Kopfball drauf gekommen hat. Ja, wie gesagt, baggertechnisch alles mit Übung bei mir. Da brauche ich noch mal Zeit. Es ist aber ein Hobby auch von mir. Ihr wisst, dass ich gerne an alter Maschine rumschraube. Ja, mei, das hat sich halt echt zu schön ergeben. Dann habe ich halt mit dem Ding jetzt rumgeschraubt. Und jetzt, wo ich dran rumschraubt habe, könnte ich dann natürlich auch nutzen. Aber wenn es jetzt alles noch sehr unbeholfen ausschaut, das war schon sagen. Das ist ja noch kein Master von Himmelfall. Man muss ja dazu sagen, das ist ein wenig was anderes wie ein normaler Hydraulikbagger. Beim Hydraulikbagger hast du auch bis 2 Hebel. Und hast auch meistens nur 2 Pedale. Das die Pedale beim Hydraulikbagger, was machen sie? Meistens den Vorantrieb. Beim Mobilbagger vielleicht noch die Bremse. Meistens sind ja auch mit Hydrostat. Da habe ich ein Schaltgetriebe drin. 4 Vorwärts- und Rückwärtsgang. Da haben wir es auch noch. Der will gescheiden werden. Ich habe ein Kupplungspedal ganz links. Ich habe die Grabwindenbremse, zweites Pedal von links. Kupplungsbremse, drittes Pedal von links. Und die Fußbremse, die allgemeine Radbremse, das ganz rechter Pedal. Gas gebe ich bei dem mit dem Handgas. Steuern durch, mit die Hebel einmal nach hinten ziehen, den üblichen. Ist
die Grabwinde, das heißt den Greif verschließen. Wenn ich den Hebel hinterziehe, ist wie gesagt schließen. Wenn ich den Hebel drüber tue, ist es heben, dann ist es nur das Hubseil. Wenn ich es schräg mache, muss ich beides gleichzeitig machen. Ich muss das spätestens dann machen, wenn der Greif geschlossen ist, beide. Dann muss ich schräg ziehen. So, dann haben wir auf der linken Seite einen Hebel. Mit dem Hebel kann ich schwenken. Vorwärts ist rechtsrum schwenken, rückwärts ist linksrum schwenken. So, dann hat aber der Hebel noch eine Funktion, der kann nämlich auch seitlich. Das ist dann das Ausschmeißen vom Bagger. Das ist quasi, ich spanne dann die Hilfswinde oder Einziehwinde. Dann zieht es den Greifer ran. Und wenn ich das Hebel loslasse, dann lässt die Winden nach und der Greifer saust los. So kann ich dann auch ein wenig eine größere Reichweite erzielen. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Das ist halt, wie gesagt, kein Hydraulikbagger, wo du dich drauf holst und einfach einmal so loslegst. Und das andere macht das Schaufel und das andere macht das. Sondern du musst da ein wenig mehr denken. Und das nächste ist, ob ihr versteht mich überhaupt. Den Greifer aufheben und der ist geschlossen und geht auf. Und im nächsten Moment, wenn ich den Hebel loslasse, dran denken, ich muss die Füße wieder auf die Pedale draufstellen. Und dann müssen die Füße definitiv auf die Grabwindenbremse und auf die Hubwindenbremse. Wenn ich das nicht mache, dann rauscht die ganze Ladung wieder im Freifall runter. Ich kann nicht vor Lag halten. Das sind alles so ein wenig Sachen. Ja, kannte ich so vorher auch nicht. Ich bin da ganz neu in der Materie. Ja, probieren wir einfach mal. Man lernt nie aus. Irgendwann haben wir das erste Mal. Ja, und ich jetzt auch schön Spielzeug. Dass man mal was denken muss und ein wenig lernen kann. Wenn es dann so unbeholfen ausschaut, liegt es dran, weil ich die Seile wieder runtergedrummelt habe. Weil ich wieder nicht rechtzeitig auf der Bremse drauf war. Muss man auch ein wenig aufpassen. Alles so jetzt einmal kurz zur Erklärung, dass du auch wisst, was ich meine. Also, wir haben da ein Kupplungspedal, Grabwindenbremse, Hubwindenbremse, Fußbremse, Klinkensperrhebel für die zwei. Wenn ich den jetzt noch vorne hatte, dann ist die Bremse von Hub und Grabwinde offen, weil die sind momentan arretiert. Dann sind die Trommeln da oder frei. Grabwinde, Hubwinde, Einziehwinde, Auslegewinde, Gangschaltung, Rückwärtsgang 1, 2, 3, 4. Mit einem ZF-Getriebe da hinten drin. Deutz F2L712 Einheitsstationärmotor. Da ist mein Handgas. Das ist mein Hebel zum Auswählen. Momentan steht er auf Baggerbetrieb und Schwenkbetrieb. Mittelstellung ist Bagger, Schwenkbetrieb und Vorbetrieb aus, dann ist es nur Auslegeheben, Senken, Auslegeheben und Senken geht dann da drüber. Wenn ich quasi den Hebel da verstehe, dann war da innerhalb das Wendegetriebe jeweils die Kupplung eingekuppelt, ausgekuppelt. So, um den Ausleger zu heben, muss ich den Hebel noch hinten da, dann kommt das Schieberitzel da unten in Eingriff.
dann ist die Winden aktiviert. So, und wenn ich den jetzt hege und tue noch ganz dünn hinten, dann habe ich Fahrantrieb, dann kann ich damit fahren. Ganz normal, wie an alten Bulldog kannst du dann schalten, über die Kupplung. Und wie gesagt, Hebel nach hinten ist vorwärts fahren, Hebel nach vorne ist rückwärts fahren. So, und momentan ist der Hebel dafür da, mit dem kann ich jetzt rechts schwenken oder links schwenken. Ich kann auch Raststellung machen, dann fährt er halt die ganze Zeit im Kreis. Das wollen wir ja nicht. So, der hat dann wie gesagt durch die Funktion hier die Einziehwinde. Wenn ich den Hebel nach hinten bewege, dann bewegt sich die Einziehwinden da. Dann wird die gespannt und läuft mit. Zieht ein, lasse ich nicht los, dann entspannt sie sich. Die war dann bloß ein bisschen auf Zug gehalten. Allerdings ist dann der Kübel zu schwer, dass er erst einmal von einem ausrauscht. Hat man vielleicht gesehen. Und das da ist, ziehen ist Grabwinde, schließt sich der Greifer, rüber ist Hubwinde, hebt sich der Greifer. Beides im Eingriff ist geschlossener Greifer zum Beispiel heben oder offener Greifer heben. Je nachdem, was man halt gerade ja, denkt, vorhat, macht. Wie auch immer. Ja, wie gesagt, wenn der in der Luft ist, dann muss ich den Hebel loslassen. Und wenn ich den Hebel loslasse, muss ich aber gleichzeitig mit den Füßen auf die zwei Pedale drauf, weil ich das nicht mache. Dann macht die ganze Fuhre da vorne und liegt wieder unten. Klar soweit? Nee. Ja, wie gesagt, das ist manchmal für mich auch noch ein wenig so, ja, gut drüber nachdenken, was man macht. Ich meine, wenn ich dann wieder hergehe und muss wieder irgendwie neu die Winden aufspulen, dass die Seile gerade drauf sind, dann ist das scheiße. Ich meine, ich sehe die ja schön. Die sollen schön übereinander laufen. Und nicht so wie jetzt das da schon wieder, das ist eigentlich schon wieder neben draußen. Schon wieder verkehrt. Das ist, weil ich es schon wieder neben auslaufen lassen habe. Idealerweise spult sich's auf und dann spult sich's wieder rüberwärts auf. Und noch idealerweise geht sich's gar nicht mehr rüber aufspulen, sondern wirklich bloß auf der unteren Loch bleiben. Weil so macht man Seile kaputt, habe ich gelernt. Aber, ja, ich möchte ja mit dem Bagger vielleicht auch mal ein wenig in die Tiefe graben und, ja, schaden tut's nicht, wenn man ein paar Meter mehr Saal drauf hat. Ja, ich meine, der arbeitet ja bei mir jetzt nicht wie auf einer Baustelle im Dauerbetrieb und ich mache halt so keinen Kiesabbau, wo er, keine Ahnung, 12 Stunden am Tag durcharbeitet, sondern der macht bei mir einmal jetzt den Miesladen oder halt das Zeich oder das alte Heu und Zeichladen und beim nächsten Mal, ja, dann, keine Ahnung, dann baggert er vielleicht einmal den Weiher ein wenig aus oder eventuell kriege ich einen Tieflöffel dafür, dann kann es sein, dass ich einmal den Mittag Chrom ausputze oder so, das weiß ich noch nicht. Aber der macht ja jetzt keine Arbeiten bei mir, wo ich suche, jetzt ist er im Dauerbetrieb. Ich kann es einigermaßen verschmerzen, dass die Seile ein wenig länger sind. Klar ist es nicht so schön, man soll normalerweise die Seile immer so nehmen, dass sie halt zum Auslöcher passen. Ich habe es jetzt 5 Meter länger genommen, habe aber gedacht, naja, es kommt ja vielleicht eine Auslöcherverlängerung mit 2 Metern rein. Dann sind sie eh schon nur noch 3 Meter Länge, dann ist da schon nicht mehr so viel drauf. Ich labe viel zu viel, mir tun noch was, dass wir fertig werden. Ist ja noch genug Zeit da. Ja, viel Spaß, jetzt haben wir von der Inneransicht.
So, das war's. Letzte Ladung gewesen. Jetzt geht's heim. Feierabend. Alles ausgebracht. Morgen müssen wir Maschine waschen. Und dann haben wir das geschafft. Ja gut, das hat jetzt nicht das ganze Feld gelangt. Wenn ich den letzten Rest vom Humus vielleicht zusammenkratze, vielleicht schon. Aber der Hum soll ja eh groß hier und ach scheiß drauf. Das wächst da so. Müssen wir nicht unnütz düngen. Wie gesagt, da wollen wir eh die Disteln bekämpfen und das Groß wächst da, ohne dass wir die Disteln ohne was mit Dünger. Ne, jetzt machen wir Feierabend, das passt. Frühstück haben. Und Bagger noch holen. Bagger haben. Und dann ist Feierabend. Ja, genau. Okay, gibt es dann eigentlich letzte Saison. Ich ramme jetzt dann noch ein bisschen Latzam. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Wie gesagt, hat schon lange nichts mehr von mir gegeben. Ich hoffe, das hat jetzt alles geklappt. Und ja, es ist wieder Blusa Hero 7. Und ja, ich habe festgestellt, die hat dieselben dämlichen Zicken wie meine andere. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was GoPro da gemacht hat bei dieser Bildstabilisierung. Ob das bei der 8er vielleicht besser wäre. Aber ganz ehrlich, ich habe das nötige Kleingeld für die 8er jetzt auch nicht gehabt. Brüssus bin ich nicht, wie gesagt, ich habe andere Projekte. Deswegen ist es Brüssus 7 geworden. Ich kenne sie, ich weiß die Einstellungen, die ich bei meiner gehabt habe. Und bevor ich jetzt wieder irgendwas Neues experimentiere und probiere, hol ich dir doch scheiß drauf, nimmst da die. Ja, ist halt vielleicht nicht optimal, aber es ist, so ist. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir hören uns wieder. Vielleicht gibt es als Abschluss dann noch ein kleines Vorvideo vom Bagger, wenn ich haben vor. Und ansonsten, man hört sich. Servus!